ökologisch nicht zu verantwortendes Projekt in Milliardenhöhe, das viel nicht nur Katastrophe für Ostholstein, sondern ich finde für Gesamtdeutschland bringt. Insofern alle aufmachen, nochmal richtig mobilisieren. Ich glaube, der Kampf gegen die feste Fehmarn-Bält-Querung ist noch nicht verloren. Also die Hinterlandanbindung ist für Bad Schwartau eine langfristige Katastrophe, weil also die Stadt geteilt wird, sie mit einem hohen Lärm belastet wird, mit Emissionen belastet wird und also auch unser Natura 2000 Gebiet im Kurpark langfristige Schäden nehmen wird. Der Umweltbeirat fordert deshalb auch die Tieferlegung der Trasse, weil es die einzige Möglichkeit ist, die Schäden ein bisschen zu mindern und langfristig eine zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen. Wir haben eben halt als betroffene Gemeinde im Kreis Ostholstein eben halt auch entsprechend mit den Auswirkungen der Hinterlandanbindung zu tun. Damit beschäftigen wir uns auch seit über 2 Jahren in den ganzen Gremien hier in der Stadt, im Bauausschuss, im Finanzausschuss, in der Stadtverordnetenversammlung. Am Montag, den 10.7. ist im Rathaus der nächste Bauausschuss. Und dann am 11.7., das ist am Dienstag, findet um 17.30 Uhr eine öffentliche Veranstaltung statt. Da wird das von uns beauftragte Schallschutzgutachten vorgestellt seitens der Gutachter und ein Rechtsschutzgutachten, was wir ebenfalls in Auftrag gegeben haben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn es wieder so zahlreich besucht wird wie in den letzten Jahren. Wir haben die Situation, dass über die Hinterlandanbindung Menschen vor Ort mit Schall und Emissionen belastet werden, weil man das politisch gerne möchte. Man möchte dieses Projekt realisieren. Nur wenn man das tut, dann besteht aus meiner Sicht auch der Anspruch darauf, dass die Menschen hier optimal geschützt werden. Das ist leider mit den 6 Meter hohen Schallschutzwänden nicht der Fall. Wir wissen inzwischen, dass mindestens 100 Wohnungen trotzdem ohne Schutz bleiben, obwohl wir so eine Art Berliner Mauer in der Stadt haben. Ich finde, für jeden Lurch, für jede Fledermaus wird mehr geplant als für den Menschen, der direkt an der Bahnlinie wohnt. Als zweites denke ich, dass die Grundstücke so fundamental an Wert verlieren, dass alle Altersversorgung so damit zusammenbricht, bei vielen, denke ich. Na gut, wir können uns nur der allgemeinen Forderung der Stadt anschließen und auch der des Bürgermeisters, die ja über alle Fraktionen gleich ist. Wir wollen, dass hier in Bad Schwartau der optimale Schutz der Bürger, was Lärm und was die Querung der Bahntrasse angeht, hier berücksichtigt wird, und das kostet Geld, das ist klar, das muss bundespolitisch entschieden werden, und von daher unterstützen wir diese Forderung zu 100%. Frau Neumann, Sie arbeiten ja in der Tourismusbranche und was für Auswirkungen, denken Sie, hat denn die Weltquerung auf den Tourismus? Also es droht uns der Berliner Flughafen mal X, und das mitten in der deutschen Ostsee. Und der Unterschied ist eigentlich zu Berlin nur der, dass bei uns hier eine der wichtigsten Urlaubsregionen Deutschlands absolut zerstört werden würde. Die Ostsee würde sich über Jahre eintrüben. Wir sprechen auch immer wieder von der größten Bau- und Umweltsünde Nordeuropas. Und das ohne Sinn und Zweck. Der Kosten-Nutzen-Faktor ist überhaupt nicht gegeben. Wir haben gerade einmal 5.500 Fahrzeuge, die im Moment über den Belt queren per Fähre. Da würde überall anders in Deutschland noch nicht mal eine Ortsumgehung genehmigt werden. Und jetzt direkt zu Bad Schwartau. Könnten Sie dazu auch noch was sagen? Ja, Bad Schwartau ist natürlich sehr betroffen, weil hier von der Anzahl die meisten Bürger leben, die eigentlich indirekt von der festen Fehmarn-Bält-Querung betroffen sind. Und hier äußert sich das durch diesen massiven Ausbau der Schienenhinterlandanbindung. Ich kann aber immer nur betonen, wir befinden uns immer noch in einem ergebnisoffenen Planfeststellungsverfahren zur festen Bält-Querung. Sollte dieses abgelehnt werden oder aber der Tunnel auch vor Gericht durch die Klagen verhindert werden, hat Bad Schwartau dieses Problem nicht. Und darum sage ich immer wieder, wir müssen zwar auch gucken, dass wenn der Tunnel kommt, hier auch die Bürger geschützt werden, und darum unterstütze ich das hier. Aber wenn der Tunnel nicht kommt und die Chancen stehen immer noch sehr gut, braucht sich Bad Schwartau nicht zu fürchten. Also sagen Sie, es ist auf jeden Fall noch eine reelle Chance für uns da, dass wir das alles noch ohne diese ganzen Lösungen geregelt kriegen, ja? Das wird nur funktionieren, wenn die Menschen sich nicht permanent mürbe machen lassen von diesem regierenden Lobbyismus und nicht immer alles glauben, was einem die Tunnelplaner und die Deutsche Bahn so erzählen möchten, und sich das nicht immer so zu Herzen nehmen und dann denken, ach Gott, das kommt ja jetzt doch alles. Nein, es ist ein völlig ergebnisoffenes Verfahren, es wird noch geklagt werden, und wir glauben, dass alleine durch die deutsche Rechtsprechung dieser Tunnel niemals gebaut werden wird.